Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der traditionsreiche Autobauer Opel könnte bald ein Teil des französischen Autokonzerns PSA Peugeot Citroën werden. PSA und der Opel-Mutterkonzern General Motors bestätigten heute Gespräche über einen Verkauf. Opel schreibt seit Jahren rote Zahlen. Arbeitnehmervertreter reagierten verärgert. Sie sprachen von einer beispiellosen Verletzung deutscher und europäischer Mitbestimmungsrechte. Schichtwechsel bei Opel in Rüsselsheim. Einige Mitarbeiter sind überrascht, andere glauben nicht einmal an die Verkaufsgerüchte. Ach nix, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Bei General Motors, die haben immer auf den höchsten Gewinn geschaut und bei Peugeot werden die das nicht anders tun. Die gucken immer nach dem Profit. Der fehlende Gewinn bei Opel ist das Problem, denn seit fast 20 Jahren schreiben die Rüsselsheimer rote Zahlen und das, obwohl sich die Autos gut verkaufen. Allerdings lässt Opel über 40% der Neuwagen auf eigene Händler zu und verkauft diese Pkw mit hohen Rabatten. Ein Grund, warum Opel Verluste schreibt. GM in Detroit bestätigt die Verhandlung mit PSA Peugeot und verweist auf die bereits bestehende Allianz seit 2012 mit drei gemeinsamen Projekten in Europa. Ob die Verhandlungen tatsächlich zu einer Übernahme führen, lassen beide Seiten offen. Ich finde es nicht akzeptabel, dass solche Gespräche geführt werden, ohne dass der Betriebsrat eingebunden ist, ohne dass die IG Metall Bescheid weiß. Das geht nicht. Und ich kann nur dringend darum bitten, dass die Bewahrung der Arbeitsplätze, der Erhalt der Arbeitsplätze am Standort oberste Priorität hat und dass das zusammen mit den Beschäftigten verhandelt wird. Ob ein Kauf von Opel durch Peugeot zum Erfolg führt, ist fraglich. Experten sind skeptisch. Aus der Sicht von General Motors ist nachvollziehbar, dass man die langen Verluste, die man mit Opel in Europa hat, dass man versuchen will, aus diesen Risiken, aus diesen Unsicherheiten herauszukommen. Bei Peugeot will man ein großes Konglomerat aufbauen. Das ist riskant. Das neue Unternehmen wäre mit zusammen 17% Marktanteil zweitgrößter Autohersteller hinter VW in Europa. Nach nur wenigen Wochen im Amt ist der nationale Sicherheitsberater der US-Regierung Flynn zurückgetreten. Der enge Mitarbeiter von Präsident Trump zieht damit die Konsequenzen aus umstrittenen Russland-Kontakten. Noch vor Trumps Amtsantritt hatte Flynn mit dem russischen Botschafter über die Sanktionen gegen Moskau gesprochen, die von der Obama-Regierung verhängt worden waren. Zum Inhalt der Gespräche hatte Flynn später falsche Angaben gemacht. Am Ende war es einsam geworden um Michael Flynn. Der Ex-General war wegen eigenmächtiger Aktionen und seiner Nähe zur russischen Regierung schon länger unter Beschuss. Nach nicht mal 4 Wochen im Amt tritt Präsident Trumps nationaler Sicherheitsberater nun zurück und kommt einem Rauswurf zuvor. Leider habe ich wegen der hohen Geschwindigkeit der Ereignisse unbeabsichtigt den designierten Vizepräsidenten und andere mit unvollständigen Informationen über meine Telefongespräche mit dem russischen Botschafter unterrichtet. Was war passiert? Flynn hatte schon Ende Dezember, also vor Trumps Amtsantritt, Russlands Botschafter in Washington angerufen. Ausgerechnet in der Zeit, in der Präsident Obama russische Diplomaten ausweisen ließ. Der US-Geheimdienst zeichnete das Telefonat auf. So kam heraus, dass Flynn den Russen die Aufhebung der amerikanischen Sanktionen in Aussicht gestellt hatte. Da Flynn noch gar kein Regierungsamt bekleidete, war dies illegal und machte ihn erpressbar. Zum politischen Risikofaktor wurde der Ex-General und Geheimdienstexperte auch wegen seiner Nähe zu Russlands Präsidenten. Bilder des russischen Staatsfernsehens von 2015 zeigen Flynn direkt neben Putin bei einem Bankett, für das sich der Amerikaner sogar hatte bezahlen lassen. Während sich das Weiße Haus um Schadensbegrenzung bemüht, stellen Amerikas Demokraten drängende Fragen. Seit wann wusste Präsident Trump, dass ein nationaler Sicherheitsberater erpressbar ist? Und warum hat er Flynn nicht früher gefeuert? Der Vorwurf dahinter wiegt schwer. Trump stütze sich auf die falschen Leute und verstehe selbst zu wenig vom Regierungshandwerk. Einen Hintergrundbericht zum Rücktritt von Trumps Sicherheitsberater Flynn finden Sie auch in unserer Tagesschau-App. Die Flüchtlingspolitik hat heute den Besuch von Tunesiens Regierungschef Jahed in Berlin bestimmt. Bei den Gesprächen mit Kanzlerin Merkel ging es unter anderem um die Rückführung von Migranten, die in Deutschland kein Bleiberecht erhalten haben. Dass es Probleme bei Abschiebungen in das nordafrikanische Land gibt, hatte sich am Fall des Berlin-Attentäters Amri gezeigt.
Gemeinsam gegen den Terror. Der tunesische Regierungschef Shahed gedenkt mit Kanzlerin Merkel der Opfer am Breitscheidplatz, dem Ort, an dem sein Landsmann Anis Amri 12 Menschen tötete. Der konnte vorher wegen fehlender Papiere nicht abgeschoben werden. Die Zusammenarbeit der Behörden müsse besser werden, sagte Merkel. Sie wolle außerdem finanzielle Anreize setzen, damit abgelehnte Asylbewerber freiwillig zurückkehrten. Dazu wollen wir ein Beratungszentrum auch in Tunesien errichten. Und wir müssen allerdings auch deutlich machen, wer sich auf diese freiwillige Rückkehr nicht einlässt. Dem müssen wir sagen, dann müssen wir es eben auch unfreiwillig tun. Und darüber sprechen wir mit der tunesischen Regierung. Und hier müssen wir schneller werden. Eine Beschleunigung will der tunesische Premierminister unterstützen. Dass Tunesien, aber auch andere afrikanische Flüchtlinge zurücknehmen oder gar im eigenen Land festhalten könnte, lehnt Shahed ab. Auffanglager oder ein Abkommen wie mit der Türkei seien nicht möglich. Not for the moment. Im Moment geht das nicht. Wir haben andere Probleme. Wir haben eine sehr schwierige wirtschaftliche und soziale Situation in Tunesien. Und wir wollen, dass dieser Versuch der Demokratie gelingt. Das ist sehr wichtig. It's very important. Bemerkenswert, dass das Thema Auffanglager beim Gespräch der beiden keine Rolle mehr gespielt haben soll. Merkel sagte sogar, das Wort sei nicht Teil ihres Sprachschatzes. Dabei hatte sie es am Samstag in ihrer wöchentlichen Videobotschaft noch benutzt. Doch offenbar hat der tunesische Regierungschef für ihr selbstbewusst klargemacht, dass er seiner jungen Demokratie eine solche Einrichtung nicht zumuten will. Tunesien gilt als einziges Land, das im sogenannten arabischen Frühling den Übergang zu Reformen und demokratischen Verhältnissen nach westlichem Vorbild geschafft hat. Nach blutigen Attentaten ist jedoch von Rückschlägen die Rede. Menschenrechtsorganisationen prangern brutale Praktiken der Sicherheitsbehörden im Antiterrorkampf an. Der Fall Amri hat auch in Tunesien für viele Diskussionen gesorgt. Seit Wochen belastet der Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri die Beziehungen zwischen Deutschland und Tunesien. So viel weiß man. Bereits vor einem Jahr fragte das Bundeskriminalamt hier in Tunis nach Angaben zu Amris Person. Vergeblich. Und im August konnte Amri nicht abgeschoben werden, weil seine Unterlagen aus Tunis fehlten. Die trafen erst im Dezember ein, 2 Tage nach dem Attentat. Aber Tunesiens Behörden weisen alle Vorwürfe zurück. Wir haben den Fall Amri sofort juristisch bearbeitet und dabei auch mit den deutschen Behörden kooperiert. Aber wir mussten erst seine Identität überprüfen. Doch generell werden ausreisepflichtige Tunesier sehr schleppend aus Deutschland zurückgenommen. 2015 waren es nur 17, im letzten Jahr 116. Tunesiens Regierung steht innenpolitisch unter Druck. Viele Menschen wehren sich gegen die Rückkehr von Dschihadisten. Tunis habe kein Interesse an einer schnellen Rücknahme, glauben manche Beobachter. Die tunesische Diplomatie müsste sehr viel schneller die Fälle von Gefährdern bearbeiten. Da fehlt es an Effizienz und Tempo. Es ist derzeit keine einfache Beziehung zwischen Deutschland und Tunesien. Aber gleichzeitig bleibt das Land der einzige demokratische Hoffnungsträger in der Region. Als Konsequenz von Flüchtlingskrise und bevorstehendem Brexit ist in der EU eine Reformdebatte entbrannt. Unter anderem geht es darum, wie Probleme effektiver gelöst und Entscheidungen transparenter gestaltet werden können. Ziel ist mehr Bürgernähe, um einer Europamüdigkeit in den Mitgliedstaaten entgegenzuwirken. Heute hat sich in Straßburg das EU-Parlament in die Debatte eingeschaltet. Diese Souvenirs laufen gerade nicht so gut im Kiosk des Europaparlaments. Und wenn sich nichts ändert, braucht man solche Andenken an die Europäische Union bald gar nicht mehr. So weit jedenfalls geht die Sorge der meisten hier. Die Bürger erwarten Lösungen von Europa und sind deswegen ärgerlich mit Europa, weil diese Lösungen nicht präsentiert werden. Europa ist nicht in der Lage, Antworten auf die Probleme der Zuwanderung zu geben. Es ist nicht in der Lage, den wirtschaftlichen Stillstand nach der Finanzkrise zu beenden. Die Zustandsbeschreibung ist deutlich. Die Forderungen lauten, transparenter werden, bürgernäher und einiger. Es soll doch niemand glauben, dass die Mitgliedsländer der EU, auch die Großen nicht, alleine stark genug sind, um sich gegenüber den Großmächten wie China, den USA oder Russland durchzusetzen. Mehr Gemeinsamkeit also lautet die Forderung. Entscheidungen sollen schneller erfolgen, Verabredungen der Regierungen öffentlich sein. Ein Programm gegen populistische Parteien und Europaskeptiker, die die EU verlassen wollen.
Aber wir haben nicht Nation oder Europa. Wir haben Nation und Europa. Wir lassen uns nicht die Nation von Rechtsradikalen wegnehmen. Das ist Politik der Vergangenheit. Diese junge Besuchergruppe hat die Debatte zwar nicht verfolgt, wird aber erleben, ob die EU in der Lage ist, auf die vielen Herausforderungen zu reagieren. Zum Beispiel auf die Flüchtlingskrise, auf den Brexit oder die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Die sogenannte Einheitswippe in Berlin soll nun doch gebaut werden. Darauf einigten sich die Spitzen der Bundestagsfraktionen von Union und SPD. Das Denkmal in Form einer beweglichen, leicht gewölbten Schale soll an die friedliche Revolution in der DDR 1989 und die Wiedervereinigung erinnern. Wegen hoher Kosten war das Projekt im vergangenen Jahr vom Haushaltsausschuss gestoppt worden. Seit fast 20 Jahren wird um ein nationales Denkmal gekämpft. Heute nun die nächste Volte. Die Union verkündet überraschend, man habe das Einheitsdenkmal durchgeboxt. Was heißt denn die Frage nun doch? Es war immer völlig klar, dass ein Einheitsdenkmal kommt. Und zwar hierher, an einen der Orte, an dem die friedliche Revolution ihren Lauf nahm. Noch wächst hier das neue Berliner Stadtschloss. Davor soll die sogenannte Einheitswippe stehen. Eine schwingende Schale, die die Besucher selbst in Bewegung bringen können. Allerdings hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags die Wippe erst im vergangenen Jahr gestoppt. Auf Antrag der Großen Koalition. Wegen einer absehbaren Kostensteigerung von 10 auf 15 Millionen Euro. Die Linkspartei bleibt skeptisch. Die Kosten sind aus dem Ruder gelaufen. Daran hat sich nichts geändert. Und die Koalitionsfraktionen müssen nur erklären, wie sie die Sache in Ordnung bringen wollen. Der ehemalige Bürgerrechtler Wolfgang Thierse lässt das nicht gelten. Die Kosten waren nicht das Argument gegen das Denkmal, sondern der eigene Geschmack und wahrscheinlich auch so etwas wie eine Art von Verachtung gegenüber der historischen Leistung der Ostdeutschen. So habe ich es jedenfalls empfunden. Da bin ich weiß, polemisch. Nun muss der Haushaltsausschuss erneut entscheiden. Zum Machbarkeitsentwurf hat sich nichts verändert. Doch aus der Union heißt es, manchmal müsse sich eben auch die Politik bewegen. Die App Ankommen ist in Dubai im Rahmen des World Government Summit ausgezeichnet worden. Der von den Vereinten Nationen und der Weltbank unterstützte Kongress will zukunftsweisende Initiativen weltweit bekannt machen. Die App für Flüchtlinge in Deutschland, unter anderem entwickelt vom Goethe-Institut und dem Bayerischen Rundfunk, gibt in mehreren Sprachen praktische Tipps. Sie enthält auch werteorientierte Hinweise im Umgang mit anderen Kulturen. Wie hier vor dem Brandenburger Tor in Berlin haben heute in vielen deutschen Städten Menschen ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt. Die Aktion findet jedes Jahr zum Valentinstag unter dem Motto One Billion Rising statt, weil jährlich rund 1 Milliarde Frauen Opfer von Belästigung oder Gewalt werden. Sein Name ist fest mit dem Jazz verbunden. Michael Naurer liebte den Musikstil als Pianist, Redakteur und Autor. Nach langer Krankheit ist er gestern in Nordfriesland gestorben. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte Naurer in Deutschland zur Gründergeneration des modernen Jazz. Später leitete er fast 3 Jahrzehnte lang die Jazzredaktion des Norddeutschen Rundfunks. Dort verantwortete er auch die legendären Jazz-Workshops. Michael Naurer wurde 82 Jahre alt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 15. Februar. Das Hoch bleibt uns morgen noch erhalten. Vor allem im Westen wird es dazu vorfrühlingshaft mild. In der Nacht ist es oft klar. In den Niederungen Süddeutschlands breiten sich einige Nebelfelder aus. Am Tag ist es verbreitet sonnig, im Süden mancherorts sehr Nebel. Im äußersten Westen ziehen am Nachmittag Wolkenfelder auf. In der Nacht +4 bis -8 Grad, am Tag 0 Grad bei Dauernebel und 15 Grad im Raum Aachen. Am Donnerstag ist es im Süden und Südosten abseits einiger Nebelfelder noch meist freundlich, sonst wird es immer wolkiger. Am Freitag am ehesten im Westen und Südwesten Lichtblicke, sonst regnet es gebietsweise, im höheren Bergland schneit es. Am Samstag im Osten und Südosten etwas Regen, auf den Bergen Schnee, sonst ist es meist trocken. Um 22.15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Mögliche Übernahme durch Peugeot, Opelana zittern wieder um Arbeitsplätze und Paris nach den Ausschreitungen, die Konflikte in den Vororten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.